Schwind wieder auf stark machen. Und er greift mich an mit Angriff 2 und zieht mich her, aber ich bin schon bei ihm. Angriff 2 minus 1, weil ein Schild ist Angriff 1 und ich ziehe eine Karte. Minus 2, ein Schild hätte ich nicht gebraucht, er macht dann Schaden. Der Wittemon ist fertig. Wer ist dran? Die Lurker. Achso, nein. Ne, da haben wir nein. Andi, Entschuldigung. Übrigens, ich habe einen Angriff bekommen. Das heißt, ich hätte diesen Hide Armor einsetzen müssen. Ja, hättest du. Das heißt, ich habe ein Leben mehr. Ja. So. Na gut. Ich habe auf schlecht baut, ich habe die falschen Karten gelegt. Aber ja, ich habe jetzt hier keine anderen. Ne, ich kann da eine verwenden und die andere muss ich fallen lassen. Ich mache jetzt einfach ein Attack 3 auf den Windwimmer 3. Was? Was soll ich denn sonst machen? Es gibt kein Winddämon 3. Klar. Frostdämon 3. Frostdämon 3. Der halt bei mir steht. Naja, der wie macht machst du deinen Attack 3? Ich würde eher den, die obere Hälfte von Spear Dagger nehmen und einen von weiter hinten angreifen. Das Problem ist, wenn ich nach hinten gehe, dann kommt der andere nach vor und greift euch beide an. Nein, du bleibst dort stehen und greifst den hinteren an mit Spear Dagger. Ja, du mit dem Spear Dagger greifst du den Frostdämonen 2 oder den 5er an. Mit dem 5er würdest du killen oder den 2er greifst an. Aber dann greift mich der 3er an. Ja und? Du hast eine Rüstung. Sei nicht so ein Feigling. Ja. Okay. Außerdem, wenn er das. Dich und dann greift er, die greifen dich und mich an. Also so gesehen. Na, warte mal, die Frostdämonen haben einen AOE-Angriff. Schaut, wie er steht, bitte. Ja, er greift den Andi und geht nach vor. An. Du solltest hierher gehen übrigens. Ich? Ja. Nach deinem Angriff. Ich kann nur ein Feld gehen. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht wirklich dagegen, dass sie mich auch angreifen, weil ich will diese Rüstung eh los. Naja, muss nicht unbedingt sein, aber. Nein, die willst du nicht loswerden. Doch, ich will sie loswerden, weil ich will sie nachher mit dem Reviving Aether wieder auf die Hand nehmen. Du kannst die Karte jederzeit reinwerfen. Ja, schon, aber ich will auch die 2 Erfahrungspunkte kriegen. Ich bin gierig. Die 3 Frostdämonen machen diese Runde. Und positioniert euch geschickt. Ja, vor allem. Natürlich so bewegen. Warte, wie viel Bewegung haben sie? Minus 1, dann 2 Bewegungspunkte, jeder von ihnen. Und wenn er kann, wird er sich so bewegen, dass er 2 Leute nebeneinander stehen, angreift. Ja, ich muss da reingehen. Also die Jane wird sich wahrscheinlich noch bewegen, diese Runde. Aber ich nehme an, sie wird dann hier stehen. Na, no, mein. Du bist daher bewegst. Ist blöd. Ja, ist blöd. Ich kann höchstens mit Springern da hinten reinspringen. Ja, aber dann wird die Trail trotzdem hier stehen. Und zumindest einer wird dahin gehen, wo du jetzt gerade stehst, um die Trail und den. Ja, man könnte den auch killen. Ja, das war mein Plan, ja. Drei hat nur noch ein Leben, gell? Ne? Warte mal, lass ihn 3er leben. Der 3er wird von der Trail gekillt. Stimmt, lass du recht. Also greif den hinteren an einfach und geh dann daher, genau, wo der Michi hinzeigt, Entschuldigung. Ja? Okay, dann greife ich ihn zuerst an und dann gehe ich da rein. Oder beziehungsweise bin mir gar nicht sicher, ob du da reingehen solltest. Kannst du dich irgendwie so stellen, dass der 3er, dass der 2er dann nicht dich und die 3 angreifen kann? Hey Süße! Kann er nicht. Er hat einen RR-Angriff. Er greift immer die hinter euch an, er muss sich da herstellen. Die 3 kommt ja vor mir dran. Die geht da rein und wird jetzt gehen. Kommt die 3 vor dir dran? Nein! Die 3 kommt nach dir dran. Du bist jetzt gerade dran. Ich komme vor dem Frostdämon dran, ja. Wenn du daher gehst und den hinteren angreifst, ja, dann wird die 3 daher gehen, wo du jetzt stehst, um den 3er anzugreifen. Warum geht das recht? Was? Kommt der Frostdämon
daher, damit er euch beide angreifen kann. Zwei Felder kann er sich bewegen. Nein, nein, warte, 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 das passt schon. Weil, was ist der Zweier und was ist der Dreier? Ja. Achso, okay, der Dreier ist ja dann schon weg. Der Dreier wird tot sein. Der Dreier wird tot sein. Ich glaube, es lässt sich vermeiden, dass einer von denen zwei Leute angreift. Mhm. Und zwar immer die Drehl dabei, weil die Drehl wird auf das Feld gehen. Moment. Er kann die untere Hälfte von. Warte mal, er kann die untere Hälfte von Trample verwenden, ja? Da geht sein erster Schritt auf den drauf, greift er mit zwei an, der stirbt. Ja? Mhm. Dann geht er daher, geht auf den drauf, knallt auch nochmal drauf. Ja, und wir müssen 12 Runden überleben. Und geht dann daher. So. Er ist tot. Der obere ist geschwächt. Ja, aber dann wie viel Leben hat er dann noch? Weil er hat ja dann noch immer Angriff oben auch noch. Hat er nicht ganz unrecht. Er macht zuerst den oberen Angriff von Spear Dagger, genau. Auf den hinteren. Genau. Und dann macht er den Trample. Auf das Trample kommt ein Retaliate. Ja, na, wenn er den ersten sollte er umbringen, einfach indem er drüber trampelt. Und den zweiten hat er ja vorher mit dem Spear Dagger schon geschwächt. Mit etwas Glück killt er beide. Ohne dass er einen Retaliate kriegt. Der hat 7 Leben, das ist ja. Okay. Einiges an. Ja, aber dann kriegt er halt 2 Schaden. Aber es ist besser, als wenn er, egal wo er da jetzt steht, greift er ihn an. Ja, ich wollte keine Karte losten, aber ich mach das so. Naja, ich sage nur Folgendes. Ich glaube, dass je länger das Spiel dauert, wir werden immer mehr Monster da stehen haben. All diese AOE-Angriffe werden nachher viel effizienter. Ich meine, zwei Angriffe sind nicht schlecht, aber gerade diese Karten sollten wir jetzt noch nicht opfern, diese AOE. Finde ich. Aber. Hartmann, du stehst mit einem Decoy da hinten drinnen. Wenn da noch mehr Viecher kommen, ja, dann wirst du froh sein, dass wir zu dir kommen können. Mein Decoy hat bis jetzt die Wellen von Lurkern aufgehalten. Also macht's, was ihr wollt. Ja, ich weiß also nicht, schwer zum sagen. Der Hartmann hat nicht ganz unrecht, vor allem es kommen später ja die stärkeren Monster. Ja, aber wenn dann schau, wenn der jetzt sagt, ganz, recht, ganz kurz. Nein, ganz kurz. Hast wenn du nicht. Wenn er mit Trample nachher drüber geht, durch 4 Lurkers, ja, liegt der Arne am Boden. Nein, muss denn. Was? Ja, was willst du machen? Ja, das ist eine Karte, ja, wo er Move 4 hat und Attack 2. Du meinst 4 Frost Demons? Ja, wenn er 4 Frost Demons hat, dann bekommt er von jedem Retaliate, ja, super. Nein, nur von denen, wo er am Ende daneben steht. Das Attack kommt erst nach dem Movement und Retaliate wird nur auf benachbarte Feinde gemacht. Das ist ein Nahkampfangriff, nicht, also da wird er, wenn er es gut macht, wird einer von den dreien, die er angreift, irgendwie ist das komisch. Sag einmal, wo sind die anderen Mädchen? Gabi, darf ich sie nach Hause nehmen? Ah, da ist doch noch eine Krise, die ist so leise, die kriegt man nicht einmal mit. Sag hallo Krise zu der Fangemeinde von uns. Hi. Krise hat Hi gesagt. Ja, wir haben sie gehört, hallo Krise. Hallo Tamara. Hallo zurück. Hallo Tamara zurück im Übrigen. Ich habe eine Idee. Ja. Der Brut bleibt dort stehen, wo er steht. Ja. Kann angreifen mit der oberen Hälfte von Bärdecke den hinteren Dämon. Ja. Mhm. Dann lasst einfach die zweite Karte stecken und macht nichts. Oder ja, er kann den Frostdämon noch töten, ist ja wurscht, weg ist weg. Dann bewegt sich. Moment. Dann bewegt sich der Frostdämon hierhin. Der Brut ist ein Target. Vorher ist aber noch die 3 dran. Ja, vorher ist noch die 3 dran und die 3 würde davor gehen. Aber du hast nicht ganz unrecht, weil der Frostdämon bewegt sich nämlich so, dass 2 angreifen wird und deswegen wird der Frostdämon daher gehen und den Brut und mich angreifen. Das stimmt. Es wollte die 3 rein, aber der Dämon. Weil er kann sich 3 Felder bewegen. Ja, aber die 3 geht er da rein. Weg. Ja, er geht daher. Stimmt. Weil wenn du den Frostdämon. Achso, nein, stimmt, die 3 geht daher, weil sie ja den Frostdämon 3 umbringt. Genau. Den Frostdämon 3 müssen wir umbringen, auf jeden Fall. Gut, wenn mir das klingen sollte. Auf den Hartmann, und wenn es wieder knapp wird nach. Nein, warte, das geht eh.
Achso, nein, geht nicht. Nein, ich sag gar nichts. Mir ist alles wurscht. Macht's was. Es geht gerade nein. nicht. Nein, du bist schuld, Hartmann. Passt schon. Ja, du bist schuld. Also, wenn wir verlieren, hast du die Schuld. Du hast vollkommen recht, Michi. Ja, machen wir das so. Und wenn wir gewinnen, dann sind wir die. Ich greife jetzt einfach die Helden. Die hinteren an und. Genau, Effekt 3. Ja. Machen mal 2 Schaden am besten. Ja, mal 2, sehr gut. Du hast plus 1 gewürfelt. Das fällt was. Ah, warte mal, du kannst daher gehen zum Beispiel. Ja und? Was soll das bringen? 2 geht daher. Aha. Postum und greift an und er kann nicht 2 treffen. Ja, er greift nur die 3 an, super. Ja und? Besser als wir kriegen zweimal Schaden, oder? Nein, das stimmt außerdem nicht. Weil er geht dann daher, wo der Brute jetzt steht. Er kommt dorthin, er kann 3 Felder und dann greift er 3 und nicht an. Ich meine, es ist wurscht. 2 Felder Bewegung nur von dem Frostdämon dieser Runde. Das macht schon einen Schaden. Ah, okay, ja stimmt. Also, das heißt, er kommt nicht hin. Leben. Also, wenn der andere Feigling ist, dann geht er ein Feld zurück. Genau, geht daher. Ja. Hab ich aber nicht gemacht. Ja, mach's. Geh daher. Aber was ist der Vorteil, wenn ich dahergehe? Du bekommst keinen Schaden. Aber können wir die Dreil nicht auch so bewegen, dass sie sich hierher bewegt? Nein, weil sie sich lieber weniger Felder bewegt, wenn sie kann. Sie bewegt sich wie eine AI und da gibt es fixe Regeln. Ja. So, okay. Der Dreil ist dran. Hey, jetzt gibt's ein Problem. Hm? Wenn der Frostmond, der obere, dann da runter geht. Er geht nicht dorthin. Okay. So, er kommt da nicht dran. Hin. Er hat nur 2 Bewegungen. Er hat nur 2 Bewegungspunkte, genau. So, und jetzt zieht mein Fazit für die Drehen nur, um es lustig zu machen. Ich ziehe. Nein, kein Problem. Frostdämon ist weg. Den nächsten Frostdämon. Sie räumt die ganzen Frostdämonen weg. Nicht schlecht, diese Frau. Ja, sie ist gerade nur kurz auf sich. So. Jetzt kommt der Lurker dran. Ah nein, Blödsinn. Jetzt kommt Michi dran. Ja. So, ich verwende Weaving Swing und greife den Frost Demon 5 an. Knall ihn ins Obstacle rein. So. Eine Karte. Zuerst machst du Nachgriff. Ja? Ja, ich ziehe eine Karte. Mhm. Ab minus 2, na komm, bitte. Ist ein Schaden und du kriegst 2 Schaden für Retaliate. Ja, und dann schiebe ich ihn noch in das Ding rein. Okay, warte mal. Gehe ich mal weg hier. Das ist jetzt unhübsch, da muss ich jetzt etwas anders hinlegen, damit man die Wand nicht sieht. Das gibt's da nämlich nicht. Er kriegt insgesamt 3 Schaden. Das ist Frostdämon 5. 1 von deinem Angriff und 2 weitere von dem Ding. Also er hat noch 2. Ja, also wir haben den Karten haben wir kein Glück, weil der hätte eigentlich tot sein sollen. Ja, so ich krieg 2 Schaden. Ja. Eine Erfahrung kriegst du auf jeden Fall. So, wie nutzt du die untere Hälfte von Avalanche? Beweg mich ein Feld auf diese Münze. Jetzt wird die 3 zweimal angegriffen sogar, das ist echt ärgerlich. Ah ja, weil der jetzt da durchkommt. Ja. Weil er durch ist. Nein, da ist eine Wand, hat man. Nein, geht da ist keine Wand. Da ist keine Wand mehr, da war ein Obstacle. Also er steht in der Wand, genau. Nein, er greift nicht die Trial an, er greift den Andi an. Nein, er greift so an, dass er 2 Ziele angreift. Aber es ist wurscht, der andere kann. Ja, es ist ja. Whatever. Eigentlich hätten wir damit rechnen können, dass der stirbt durch den Angriff, das war schon richtig. Nein, einer muss daher stehen. Ja, er stellt sich daher und der andere kann nicht den zweiten angreifen, aber die Trial wird angreifen. Du wirst gleich sehen, was passiert. Du bist fertig. Der obere kann nur 2 Felder runter und greift die Trial an und geht sich jetzt mal da die Lurker killen jetzt vermutlich mein Decoy. Die stehen beide sehr schön, können sich hier nicht bewegen und haben beide einen Angriff 3 auf meinen Decoy. Gruppenangriff. Wieso hast du den Decoy eigentlich nicht wegbewegt, wenn die Lurker doch. Ich darf ihn nicht wegbewegen. Er hat eine eigene Intelligenz.
Der macht das nach eigenen Gutdünken. Ja, so wie den Teil. Nachher macht er dann irgendwas. So, erster Angriff 3, plus 2 sind 5, zweiter Angriff 3, minus 1, er ist tot. Mein Decoy, ich habe ihn extra noch geheilt. Er ist so hübsch. Er war ja, so du hübsch. Hättest, du hättest zum Beispiel die Trial hängen können, aber ist okay. Nein, da hätte er aber näher rangehen müssen. Ja, nein, den Trial heile ich aus Prinzip nicht, die Frau hat. Okay, das, wir sehen, wir werden dieses Spiel nicht gewinnen. Wir tun hier einfach zu viele Dinge aus Prinzipien und so, nicht... Das waren immerhin jetzt drei Runden, wo man die Lurker abgehalten hat. Die Lurker sind fertig. Es ist wurscht, der eine Lurker kommt jetzt eh zu dir und der andere geht auf den Andi los, ab jetzt. Nächste Runde erst. 78 Frostdämonen, jetzt geht's los. Oh, es fängt an, Nummer 2. Der darf sich zwei Felder bewegen, aber braucht sich nur eins bewegen, um zu drehen hinzukommen. Weil zwei bringt ihn nicht irgendwie weiter. Und jetzt greift er sie an. Mit Standardangriff 3. Ich ziehe. Plus 0, der leider 3 Schaden, geht runter auf 4. Und Nummer 5 bewegt sich hierher und greift jetzt den Spellweaver und die 3 an. Ich fange mit der 3 an. Plus 0, das hält sie noch aus. Wenn, also ich gebe keine Karte her für sie, die soll runtergehen auf 1. Und den René. René, wie viel Leben hast du? 5? Also ich habe danach auch noch 5. Nein, er bekommt keinen Schaden. Ich krieg keinen Schaden. Achso, du kriegst keinen Schaden. Ich ziehe eine Karte. So, du kriegst keinen Schaden. Okay. Wieso kriegst du keinen Schaden? Weil ich eine Frostarmor an. Weil er Imber ist. Er ist einfach Imber. Okay. Was heißt Imber? Ich bin Info. Imbalanced. Balanced. Okay. Yay. Er ist ein Glitch. Okay. Genau. Kann die Drive vielleicht eine Dings, eine Long Rest machen langsam? Ich räume das weg hier. Also du machst jetzt deine Long Rest drinne. Mhm. Der Michi räumt irgendwann seine Karten bitte. Weg, was sich da noch fühlt. René, was... Ah, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich mir die Erfahrung gegeben? Ich habe mir die Erfahrung gegeben, oder? Ja. Oder? Nein. Gib Hat bitte. Habe ich mir eine Erfahrung gegeben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob du dir die Erfahrung gegeben hast. Ich habe mir auf jeden Fall meine Erfahrung gegeben. Ach, gib bitte so einen Dreck. Ich hasse diese Karten. Dieses, das... Könntet ihr bitte... Ungeschickt. Ja, ich bin ungeschickt, na und? Ja, ich habe die Erfahrung nicht gegeben. So, irgendeine von denen Karten muss ich jetzt... Mal Eisen, Wind of Waning. Ich gehe in Runde 6. Aufgeben. Das ist die letzte Runde, wo wir noch normale Gegner kriegen. Na super. Den behalte ich mir. Ja, ja, stimmt. Wir haben keine Naturmagie, gell? Das heißt, sollte ich jetzt... Gut zu wissen. Machen? Hm. Ich werde nächste Runde eine machen. Na, ich muss die nächste Runde machen, wenn die ersten schwierigen Viecher kommen. Ich kann in der Runde nicht wirklich was Sinnvolles machen. So, dann gebe ich die weg. Leben kriege ich auch, gell? Zwei Punkte. Ja. Hurra. Soll ich früh dran sein oder spät? Ich mache eine Long Rest. Früh, wir müssen die Trial beschützen. Ich bin früh dran. Das Spiel wird ein bisschen knapp jetzt. So, wir können umdrehen. Immer für die Monster. Übrigens, nein, ich mache keine Long Rest, ich habe eine Short Rest gemacht. Wart, bevor wartet noch bitte. Ja, ja. Noch eine, zwei Karten noch nicht umdrehen für die Monster. Ich mische hier und gebe eine Karte weg, weil ich mache eine Short Rest und keine Long Rest. Will ich die weggeben? Ja, die will ich weggeben.
ich auf die Hand. Jetzt spiele ich noch zwei. Wir müssen außerdem bei den Windbohnen das Deck mischen. Bei wem? Bei den Windbohnen und auch bei den Hörnern auch. So. Warte, der Hartmann sucht noch aus. Ja. Ja. Warte, lass mir noch kurz nachdenken. Oh, warte mal. Ich bin gleich wieder da. Ja, passt. Deckt mir auch auf. Nein. Haben Sie die Monster schon aufgedeckt? Genau, gut so. Okay, dann schauen wir mal. 0-2? Und zu zeigen Wind. Es ist immerhin ein Wind. Ja. Lurker 38. Also kein neuer Lurker, aber ein neuer Frostdämon und ein neuer Winddämon. Und das heißt, die Bewegung ist Standard. Ich stelle den Winddämon hierher, weil dann greift er mich an und nicht die Warte. Will ich das? Ja, er greift mich an. Hey, du hast einen Frostdämon hingestellt. Warte, habe ich die durcheinander? Nein, ich habe in Absicht keinen Frostdämon gezogen, Server. So. Bis jetzt ist wieder um den Frostdämon gekommen. Scheint so. Ja, nicht weniger. So, Frostdämon 3 ist wieder da. Weil der in den Drehen letzte Runde gekillt hat. Die Drehen steht übrigens super mit ihrem Einleben momentan. Pardon, ich habe meinem Sohn gerade Faultiertatzen angeboten. Ja, warte mal. Sehe ich das richtig? Die Winddämonen werden zuerst alles in Windenergie umwandeln und anschließend werden die Frostdämonen die Windenergie in Eisenergie umwandeln. Ich kann Windenergie brauchen. Nutzen. Ah, ja. Obwohl, warte mal, wann sind die Winddämonen dran? Ich habe jetzt irgendwie nicht. 58. Ja, ich bin bei 7 dran. 02. Und wenn ihr wollt, ich kann Energie auch brauchen. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Na, schauen wir mal, was die Winddämonen Böses machen. Die schilden sich. Hey, schau mal, Süße. Aber die erzeugen keine Energie, sie wandeln nur um, gell? Ja, genau. Wieso welche? Hast du Zähne geputzt? Oh, okay. Pech gehabt. René, stell dir den Push-to-Talk an oder red nicht zu viel dreimal in der Hardware, was es macht. Entschuldigung. Ja, dann überhaupt nicht. Auch, sie danke. Sich, weil sie wollen ihren Fernkampfangriff auf mich ohne Warte machen. Das heißt, sie bewegen sich nicht und warte. Nummer 2 fängt an, bewegt sich hierher und greift mich an. Das war nicht so wirklich geplant. Er greift mich mit 1 an. Minus 1, kein Schaden. Und er wandelt das Eis in Wind um. Warum? Ist das Umwandeln das Zeichen? Ah, okay. Das Zeichen heißt, das linke heißt, er nimmt irgendein Element, das es gibt, verbraucht es und macht stattdessen Wind. So. Der andere Winddämon macht was ähnliches, der bewegt sich auch ein Feld weg von mir und greift mit 1 an. Und der macht die Windenergie zu Windenergie. genau. Und gibt sie wieder volle Stärke. Warte mal, da stimmt was nicht. Wieso? Ja, ich habe jetzt gerade bei Draw das ganze Deck gegeben. Ja, wieso? Wir sind einfach alle durch. Ich nehme ja, aber irgendwann mal müsste ein Dings, irgendwann mal müsste ein Mission wir sind auch nicht kommen. Gerade jetzt, was nicht passt. Ich nehme mal 2 Schaden auf jeden Fall. Ja. Und jetzt mische ich das einfach mal kurz als. So. Okay. Die Winddämonen sind fertig. Und. Bellweaver. Yes, ich. Nein. Bellweaver. Ja, ich bin dran. Ja.
So, grundsätzlich gibt es Aber du mehrere heißt drei Möglichkeiten. Entweder mache ich Feuermagie und greife drei Targets an. Oder ich kann auch den oberen Teil von Mana Bolt nehmen, da könnte ich die Windenergie aufbrauchen. Du greifst die alle an, Ja. erzeugst Feuer und heißt die drei. Also Ja, den das finde ich Frosthämmer bei mir super Idee. steht, den könnte ich töten, aber wenn du ihn tötest, ist es mir auch recht. Nein, das ist eine super Idee. Die Frostdämonen können weggeräumt, bevor sie dran sind. Und da ist. Und du kannst mit Fire Orbs momentan wirklich alle drei angreifen. Außer Fire Orbs gegen Frostdämonen, das gehört schon aus Stilgründen, finde ich. Okay. Ich werde auch, wenn ich die Eagle Eye Goggles Dorian. einsetze, Auf jeden gilt Fall. das für jeden oder nur für Ja, den ersten für Angriff? alle drei. Ja gut, dann Für mache alle ich das drei. gleich. Aber sure. Geh mal rein. Und vorwärts. Okay, na dann machen wir den hintersten zuerst, den neuen, den Dreier. Okay, ist okay. Der kriegt 6. plus 2 Schaden noch zusätzlich. Das heißt, er 6. kriegt 6 Schaden. 6 Schaden. Er geht wieder auf 1 runter. Das war er letztes Mal in seiner ersten Inkarnation auch schon. Die Drell wird ihm wirken. Er hängt am Okay. Leben. Ja, damit Damit habe ich bringt meinen die Blacking Crackling gerade eher auf. aufgebraucht Kriegst du noch eine Erfahrung? und ich kriege noch eine Erfahrung. Ich lege die Crackling eher auf Das ist den lieb, Boss. danke. So, und als nächstes kommt der Zweier dran. Plus 1 beziehungsweise minus 1, also plus 1 sind 4 Punkte Schaden. Der ist tot, das ist gut. Und bei dem hier habe ich jetzt Disadvantage und Advantage, das heißt, ich ziehe nur eine, oder? Da kriegst du auch ein Retaliate, wenn du nicht killst. Ja, du ziehst eine. Killen. Er hat zwei Leben, was solltest du schaffen? Ja, Zeig es ihm. ich Du kriegst kein mache Retaliate. 4 Punkte Schaden. Cool. Tja, Ja. Herrschaften, so macht man das. Jetzt habe ich keine Arbeit mehr. Du, Wir haben dir kümmere genau dich um die gesagt, du Lurker in der musst. Zwischenzeit, die sind eh widerlich. So, warte mal, du kriegst irgendwie Erfahrung oder so. Wo ist denn die Karte hin? Ja, ich kriege Erfahrung und zwar 3 Punkte, weil Okay. ich drei Typen angegriffen Ich habe. mache Feuer, das wird in Eis irgendwann verwandelt, außer die sind alle tot bis dahin. Ich habe auch schon Feuer gemacht. Du hast noch ein Heil auf Reichweite 1, Ah was ja, tust genau, du? die Drail kann ich heilen. Das mache ich jetzt. René, das war ein toller Zug. Hast du genauso geplant gehabt, gell? Ja, voll. Nur so. Also ich habe mir schon den Fire Orb, habe ich mir schon gedacht, dass ich den einsetzen werde, aber haben wir gedacht, die andere Karte ist auch nicht schlecht, weil die ist sehr multifunktional einsetzbar. Leute, ich Das habe jetzt. ist Ruhe. Du hast Du hast Hunger? nichts mehr zu tun, Ande. Nein, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich Blutproblem. könnte Inskua verwenden, um die beiden Lurker anzugreifen. Musst du hoffentlich auch. Die stehen Weil du hübsch. verbrauchst die So. Windenergie noch damit. Das ist Ja. perfekt. Und jetzt kommt aber das Problem. Nächste Runde muss ich eine Long Rest machen. Das heißt, Wo ich ist das stehe dann mit Problem? den beiden Skuren da und ich stehe dann hier und die hängen an mir dran. Naja, der Mach's Michi ist ja auch einfach. noch dran. Der Michi ist ja auch Mach's noch dran. Der kommt ja auch runter. Vielleicht. einfach. Die Mach's Lurker einfach. haben nur Angriff 2. Du hast noch Ja. eine Rüstung, hast du Oh auch. Gott, ich mach's. Was Also soll's? ich glaube, dafür bist du da. Außerdem, du bist, du machst einen Angriff 4. Willst du Wieso ewig mache ich einen leben? Angriff? Ah ja, ich mache Angriff 4, 3 und genau. plus 1, weil du einen Wind Ja, verbrauchst. das passt Ja. schon. Dann mache ich als erstes gleich mal den bei mir. Locker 4. Und Pierce Ach kriegst du auch mit Gott, ihren. ich Dreh hasse es nochmal es. um. Ja, Nein, wie ist nein, nein, es? nein, nein. Musst du jetzt zuerst wieder umdrehen. Ja, jetzt passt. Okay. Ja, plus 1. Also 5 Schaden für den bei dir, das ist die Nummer 4. Der geht von 6 auf 1. Und dann jetzt den hinteren. Nicht drauflegen. Du es drehen, während du es noch hältst. Die unterste war es, ich hab's gesehen.
ist wieder ein plus 1. Das glaube ich nicht. Nein, du musst zuerst. Aber du hast plus 1 mit Selbstschild 1. Nein, es war die unterste. Die hast du bis jetzt noch nicht gezogen gehabt und die liegt da. Ich hab's aber gesehen. Ist wurscht. Du kriegst ein Schild 1 für den Rest der Runde. So. Wieso krieg ich. Ah, da ist ein Schild drauf. Wo kommt der her? Wo kommt der plötzlich her? Ich wusste nicht, dass ich so eine Karte habe. So, warte mal. Wie viel Schaden kriegt der? Hat das schon jemand gemacht? Nein. Der kriegt 4 Schaden. Der kriegt 4 Schaden. 5. Haben die Schild oder so irgendwas? Nein, haben sie nicht. Noch nicht. Nur Piers. Oh. Naja, die piercen nachher durch alles Rüstung durch, hätte man vorher sagen sollen. Warum okay. Habt ihr nicht? Da, ich krieg eine Erfahrung. Okay. Andi, das hast du trotzdem gut gemacht. Nicht ganz so toll wie der René, aber der René war auch überirdisch gut. Ja, aber ich war nicht schlecht, oder? Mhm. Zweimal Angriff 5. Du bist nicht schlecht, ja. Ja. Und bitte passt jetzt auf mich. Ich bin jetzt das war quasi, das war die Runde hat ein wenig wieder gut gemacht, was wir in den letzten Runden schlecht gezogen haben. Ja, stimmt. Also, dass die Frostdämonen mehr oder weniger weg sind, das ist schon sehr angenehm. Okay, folgendes. Ich hätte eigentlich lieber den Barty geschützt, aber den überlasse ich jetzt, den werfe ich jetzt den Winddämonen zum Fraß vor. Du weißt schon, dass wir das Spiel nur gewinnen können, wenn er überlebt. Nein. Wenn drei Leute sterben und einer überlebt, dann haben wir auch gewonnen. Ich bewege mich ein Feld hierher. Damit der wir haben doch eh nur 2 Schaden, Hartmann. Wir haben 2 Schaden. Ja, aber ich will jetzt den Lurker killen. Ja, bitte. Nein, kill doch nicht den Lurker killen. Oh, okay. Ich habe die obere Hälfte von Reviving Shock, die ich gerne spielen würde. Das Problem ist, nur die Winddämonen haben Schild. Mit denen erreiche ich nichts. Mit diesem Angriff. Außer, dass ich vielleicht Feuer ziehe, das irgendjemand gebrauchen kann. Warum willst du nicht Winddämonen? Okay, du willst ihn retten, dass er keinen Schaden. Oder, warte mal, was schaffe ich den Flamethrower? Ich schaffe den Flamethrower. Ja, sicher schaffst du ihn. Ja, aber es ist noch nicht mal ein Elite-Typ da. Ja, okay, du hast recht. Ja, aber du kannst die verwunden und weggehen von dort. Ja, nach, ja, das war's jetzt. Okay, also Andi, tut mir leid, der Michi hat mich überzeugt. Ja, super. So, ich bewege mich ein Feld zu den Winddämonen hin und jetzt kommt ein Flamethrower daher. Auch nicht schlecht. Angriff 3 auf die beiden. Ist es so ein Elon Musk Flamethrower? Nein, viel besser. Ein echter. So, also mal Angriff 3. So. Nein, da geht nichts durch. Also ich hätte eigentlich bezahlt den oberen zuerst, ja. Da geht nichts durch. Und jetzt den unteren. Der kriegt 2 Schaden. Und beide haben eine Wunde. Also Winddämon 3 geht um 2 runter. Ich verstehe gar nicht, warum du nicht Elite-teilende Wunde angehängt hast. Weil die kann er schon mal ignorieren und die sterben auf jeden Fall. Ne? Die sterben bereits. Ja. Ja, ich kann sie nicht ignorieren, aber die Wunden habe ich ihnen schon gegeben. Genau. Ich sehe es gerade. Ich wollte mich gerade drauflegen. Feuerenergie haben wir schon. Ich kriege noch 2 Erfahrungen und verliere diese Karte. Und mein Zug ist abgeschlossen. Ich glaube, die Trail ist dran. Die geht jetzt hin und macht einen toten Frostdämonen. Okay, ein Feld bewegt sie sich. Ist hin. Ganz schön effektiv, diese Frau. Sieht jemand für sie bitte? Yay, wer hat vorher gemischt? Wer hat da noch vorher gemischt? Wer war das? Das haben wir gut gemacht. Ich war sicher nicht, das war nur meine Hand drüber zufälligerweise. Der jetzt? Na sicher! Wer hat da vorher gemischt nochmal? Wer war das? Der Hartmann? Er will uns das Leben schwer machen, ich verstehe. So, das Rechtsergebnis orientiert. Der Frostdämon ist da. Ah, super, der bringt jetzt die 3 um. Er wandelt Feuer in Eis um. Dann killt er die 3. Nee. Ja, Attack minus 1. Angriff 2. Nein, stopp. Wer hat denn da jetzt den Patzer?
wieder draufgelegt. Wenn der Patzer gezogen wird, zählt er nicht. Der liegt nämlich auf dem Discard bei. Okay. Wieso? Du musst nämlich. Achso, ja, stimmt. Ja, das nein, direkt, erst eine Runde. Okay. Achtung. So, ein Schaden. Oh ja, passt. Da haben wir Glück. Muss keiner Karte opfern. René, kannst du die nächste Runde wieder heilen? Nein. Nein, okay. Nächste Runde kann ich nicht heilen. Beim Kartenziehen ich werde den Dings, ich werde den Dämonen umbringen, aber nein, heilen kann ich niemanden. Nein, wir haben Pech beim Kartenziehen. Irgendeiner hat gemeint, er muss noch mischen, bevor man die Karten zieht. Du machst deinen Zug. Ihr seid so arg. Ich muss erst Long Rest machen und stehe alleine mit den Lockern da. Jetzt sei nicht so eine Pussy. Ja, wirklich. Du machst gerade einen Dings, du... Achso, Entschuldigung. Ihr seid echt... Verdammt, es tut mir leid. Ich dachte... Der Michi killt jetzt alles, also hör auf. Du brauchst keine Karten hin. Entschuldigung, ich bin schon zu weit. Gut, ich dachte, wir waren schon alle dran. Das habe ich etwas übersehen. So, warte mal, der Andi hat schon Schaden bekommen. Pass auf, warte mal, der Lurker 6. Der Lurker 6 ist der mit einem so Schaden. Der Lurker. Lurker 6 hat wie viel Schaden? Na, der hat noch 4. Der 3er. Der hat 4? Der 4er hat einen Schaden. Verdammt. Blöd. Wieso? Was wolltest du machen? Den killen wahrscheinlich. Naja, ich muss mir mal nehmen. Ich wollte eigentlich den Blut mitteilen. In dem Fall werde ich die 3 Angriff von Sentient Gross nehmen. Wir haben 3 Range, müsste ich den angreifen können, oder? Nein. Oh ja, kann ich. Mhm. Den schon, aber den nicht. Mach ihn ja, den nicht, ja. Außen, und mit Feuer bewegen. Einfach 2 Bewegungen mit Krater nehmen und dann Angriff und Heilung. Oder nur Angriff. Ja. Bei bewegen könnte ich mich daher bewegen und dann könnte ich beide angreifen, ne? Ja, oder du greifst den mit den 4er an, der nur noch ein Leben haben hat. Haben die Retaliate oder irgendwas? Nee, aber die haben die Stärken doch. Nee, die haben 2 Tage. Bissing, Schild, Targets, naja, die haben Tage 2, gell? Ja. Weil ich könnte natürlich jetzt daher gehen, na, dann kill ich den einen sowieso. Dann mit einem Disadvantage den angreifen. Halt mir nicht Disadvantage. Warum nicht? Wieso? Nein. Ja, die Move 4 Karte verliert. Genau. Wenn du den Creator die untere Hälfte für 2 Bewegungen nutzt und damit Sentient Growth den Andi heißt und den 4er killst, glaube ich, hättest du was Gutes erreicht. Ja, das glaube ich fast. Also ich bewege mich mit Creator mit der unteren Hälfte weiter her. Und verwende. Nein, ich verwende aber Sentient Growth, um beide zu killen, also anzugreifen, oder? Ja, damit der andere sich ärgert. Ja, genau. So, also ich kill die, versucht jetzt. Ich kill die, ich greife mal den Lurker 4 an, okay? Der hat eh nur ein Leben. Mit plus 1 bekommt 4 Schaden somit. Nein, er hat ein Schild, oder? Nein, er hat kein Schild. Nein, er hat kein Schild. Er hat auch nur noch ein Leben. Der Dings, ah, ja, stimmt, der Elite hat ein Schild dann. Ja, stimmt. Ab nächster Runde. So, dann greife ich den Lurker 6 an. 6. 0 ist auch tot. Nein. Du gibst ihm 2 Schaden, stimmt's? Plus 0 gebe ich ihm 2 Schaden, ja. Ja, er hat aber noch 4 Leben. Jetzt hat er nur noch 2 Leben. Also der Lurker 6 hatte mehr Leben, oder was? Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Ich hab doch vorher gefragt, wie viel Leben der Lurker 6 hat. Wir haben es zweimal und gesagt, dass eins. Der Vierer ein Leben hat. Ja, stimmt. Oh. Sie haben gesagt, dass der Vierer ein Leben hat. Ich hab sogar zweimal gesagt, Michi. Ja, und ich hab gefragt, ob der Lurker 6 das eine Leben hat. Dann sagt man nicht, der Vierer hat viel Leben. Ja. Aber ist wurscht. Okay. Er hat 2 Leben, ja. Zug ist verändert. Und ich glaube, das war's auch insgesamt. Wir müssen jetzt die Karten für die Monster neu mischen. Für alle? Warum? Nicht die Angriffskarten meine ich, Entschuldigung. Die. Ja, dann Attack Modifier. So,
folgende Sache. Wir gehen. Warte mal, das war jetzt Runde 6, haben wir gesagt, gell? Wir gehen jetzt in Runde 7. Das heißt, ab jetzt kommen Elite-Monster. Es ist kurz nach Mitternacht. Ja, ich würde sagen, hören wir auf für heute. Ja, Gott, das ja, Halbzeit. Jo. Halbzeit. Ab jetzt kommen die Elite-Varianten. Aber ich glaube, wir sind ganz gut im Rennen. So, bis jetzt, das war das Aufwärmen, oder? Die Trail am Leben hält. Gute Nacht. Ja. YouTube-Community.